when you are at your weakest. And fear and doubt are a burden too heavy to bear. Remember this. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gulli mit einem weiteren Video zu God of War Ragnarök. Weitere Sammelobjekte stehen an und diesmal geht es in die Schatzkammer. Und deswegen ist es gut, wenn ihr das letzte Video natürlich auch gesehen habt, weil dann habt ihr auch den Schlüssel, den wir nämlich gleich benötigen werden, bereits komplett. Das bedeutet, besser, ihr solltet alle Videos gesehen haben. Wir beginnen mit einer Nornentruhe. Und diese Nornentruhe, sage ich euch gleich, die schluckt hier gerade richtig, richtig Zeit weg. Ne? Wir haben, ja, eine Menge Sammelobjekte und 4 Minuten alleine gehen drauf für diese Truhe hier. Und die war wirklich mega, mega, mega knifflig. Wirklich. Also wir können dieses Rad hier so fein nett durch die Gegend ziehen. Das ist schon mal Punkt 1. Das ist ja okay, das schneidet man ganz gut. Ich werde euch dann sagen, welche Stelle das war, die mich dann zum Verzweifeln gebracht hat, so zwischendurch. Wie gesagt, generell, ich finde die Nornentruhen hier in diesem Durchgang von God of War sind sie definitiv schwerer, als ich das sonst gewohnt war vom letzten Teil. So, jetzt holen wir hier den großen Pfeiler runter, können da wieder unsere Chaosklingen einhaken und dann das gute Stück einmal rüberschieben. Ich glaube, ich patsche ihn jetzt nochmal an und das hätte ich mir merken sollen, dass ich den aus Versehen nochmal angepatscht habe. Das hätte ich mir merken sollen. Ich denke, ich wollte doch loslassen, ich wollte doch gar nicht wieder. So. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, wenn wir das Rad wieder rüberziehen, dass wir dort schon mal an die erste Rune herankommen. So, da ist er. Die kriegen wir auch ganz normal entzündet, glaube ich, ne? Nee. Da war es auch eben gerade die Markierung da. Na also. So. Entzündet. Wunderbar. Sitzt. Jetzt klettern wir auf der anderen Seite hoch. Auch das ist noch relativ easy peasy, sage ich mal. Weil das sieht man ja vorher, das sind die Markierungen. Ah, da kann ich rechts hochklettern, da kann ich links hochklettern. So, die Gegner habe ich, glaube ich, hier schon rausgenommen. Und da ist die nächste Rune. Soweit, so gut. Wäre auch oben gegangen, aber habt ihr gesehen, ne? Die Markierung war nur kurz da. Na gut, und jetzt gehen wir nämlich rüber. Und jetzt kommt nämlich der Trick. Jetzt kommt der Trick, den ich nicht geschnallt habe. Und zwar können wir die Säule noch einen vorschieben. Noch einen vorschieben. Dann fungiert die sozusagen als Türstopper. Weil ich habe ja unten dieses Rad gedreht hin und her. Ich denke, scheiße, das geht doch immer zu weit. Wie soll ich denn diese Lücke auf das Gittertor bekommen? Ja, indem ich oben diese Säule weiter rausschiebe. Und dann haben wir die Lücke auf dem Gittertor. Und dann können wir hier auch aufmachen. Das war es aber noch nicht. Das war es noch nicht, aber gut, der Rest ist wieder leicht, ne? Aber diesen blöden Pfeiler noch einen nach vorne zu schieben, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit mich das gekostet hat. Einiges auf alle Fälle. So. Eingefroren. Und die andere Seite eingefroren. Sehr gut. Und da ist die dritte Rune. Oh, warum kommt denn meine Begleitung nicht? Warum kommt denn meine Begleitung nicht? Ja, weil das Tor wieder zu ist. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt hier kein großes Problem, aber ey, so eine Verarsche, ne? Rennt man rein, ich denke, wo bleibt sie denn? Die muss mir doch hier mal so eine Kugel hinsetzen. Und das Rätsel um die Truhe gelöst, ne? Ja, vielleicht bin ich auch alleine auf der Welt, dass ich nicht auf die Idee kam, diesen Scheiß Balken, sage ich mal, diesen Steinbalken da oben weiter nochmal nach vorne zu schieben, wenn ihr sagt, gut, die war doch voll easy. Ich bin nicht drauf gekommen eine ganze Weile. So, dann holen wir uns jetzt von der Nornentruhe die legendäre Truhe, da haben wir gerade schon drauf geguckt, aber erstmal musste man natürlich die Nornentruhe hier abschließen, macht sich einfach besser vom Guide her. So, und seht ihr schon den Questmarker, deswegen haben wir nämlich jetzt gleich auch den Schlüssel brauchen. Da ist er. Und hier wären wir nämlich ansonsten nicht reingekommen, wenn wir nicht die beiden Hälften der Schlüssel schon in den vorigen Videos mitgenommen hätten. Oh, wieder einen kleinen Kampf, wieder rausgeschnitten. Hier sitzt Hans Dacher. Ich
kann nicht fassen, dass er noch hier ist. Prinz Dachr, das ist die Leiche von Sigruns Bruder. Wie ist er denn so verendet? Freya, warum antwortest du nicht? So, jetzt darf ich endlich. Das sind immer so manchmal die Hintergrunddialoge, die das noch sperren. Wissen 1 von 2 und dann kommt gleich Wissen 2 von 2 und auch gleich der Gefallen für Sigruns Fluch. Da wegen des Mordes an ihrem König verflucht. Nein, wirklich? Sie wusste nicht, dass der irre König ihre Familie ermordet hatte. Als sie es erfuhr, war es zu spät. Sie hatte ihren Bruder verflucht. Dann schloss sie sich den Valkyren an. Als Buße. So, da haben wir einmal den Gefallen und dann, wie gesagt, dann noch die Scroll aufheben und das war's dann hier. Ich danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Es hat euch gefallen. Wenn ihr so war, denkt an den Daumen nach oben, abonniert. Wenn ihr das noch nicht getan habt, bin locker aktiv. Verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goody. Das freut mich zu hören.